Das will ich mal von der Polizei hören. Herr Köln muss weg! Und der ganze Ring! Weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Und der ganze Ring! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Bürger, lasst das Schweigen sein! Auf die Straße, reiht euch ein! Bürger, lasst das Schweigen sein! Auf die Straße, reiht euch ein! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Wir sind das Volk und nicht Angela Merkel. Ja, und Abend sagst. Und da. Genau. Vielen Dank. Ja. So, guten Abend. Könnt ihr mich gut verstehen da hinten? Jawohl! Hervorragend. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Es kam mir noch eben einige Platzregen auf Niederkrüchten, Elm nieder. Aber so, oh Gott, was haben wir uns für ein Wetter ausgesucht. Aber es ist gut gegangen, es ist uns jemand gnädig. Es ist toll, dass ihr so zahlreich hier seid, dass die AfD im Westen so viele Leute mobilisiert und auf die Straße bringt. Das ist für uns alle, für euch, die hier steht, ein Riesenapplaus wert. Das ist ja toll, wie laut wir sein können. Herzlich willkommen zu der ersten AfD-Demonstration der Alternative für Deutschland des Bezirksverbandes Düsseldorf, der mitgliederstärkste Bezirk in Deutschland. Wir sind oft gefragt worden, warum sind wir hier gerade nach Elm gegangen? Ja, ganz einfach, weil wir hier sehr viele aktive Mitglieder haben. Weil wir sagen, wir machen nicht Politik nur für die Städte. Nein, wir gehen auch in die ländlichen Regionen. Wir sind für alle da. So hat es uns hier an die niederländische Grenze nach Elm verschlagen. Mit uns zu euch. Nachdem ich gleich das Wort an die Kerstin Garbracht, unsere Sprecherin des Bezirksverbandes, abgebe, noch ein paar Worte, warum wir hier stehen. Die Demo heißt gegen Missstände in diesem Land und gegen Asylchaos. Warum ist das nötig? Ja, ich habe mich selbst gefragt, meine Kindheit, wie sah meine Kindheit aus? Ich bin behütet aufgewachsen, hatte ein Feindbild, das war Russland, die Amerikaner waren die Guten. Die Menschen in meinem Umfeld sind morgens zur Arbeit gegangen, abends wiedergekommen, ein bis zweimal im Jahr in den Urlaub gefahren. Ich selbst war irgendwann in dem Rad drin, Schule, Schulausbildung, Berufsausbildung. Da hieß es, oh Junge, schließ mal eine Lebensversicherung ab, einen Bausparvertrag. Irgendwann wird es dann, wenn du mit der Ausbildung fertig bist, dafür reichen, ein Darlehen aufzunehmen, ein Haus zu kaufen. Dann hast du irgendwann Geld, da kannst du im Alter von zehren. Das Leben war also eigentlich relativ durchgeplant. Meine Welt ist inzwischen aus den Fugen geraten. Mein Weltbild ist aus den Fugen geraten. Wenn ich mir das Umfeld heute angucke, dann ist ein Vollzeitjob, Vollbeschäftigung, schon fast Glückssache. Nun ist die Frage, ob ein Arbeiter mit einer Frau und zwei Kindern von dem Geld leben kann. Öfter sieht man, dass hier Aufstocken nötig ist.
Mit ehrlicher Arbeit, einem Job von morgens bis abends, ist man fast nicht mehr in der Lage, eine Familie und Kinder zu ernähren. Wenn wir sehen, in unserem Umfeld Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, die von Altersarmut bedroht sind, eine Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat, Kinder großgezogen hat und dann von keinen 400 Euro Stütze im Monat leben muss. Das sind Missstände in diesem Land, gegen die wir als Alternative für Deutschland aufstehen, uns mit euch für uns erheben und sagen, so nicht mehr. Ein weiteres Thema ist die Kinderarbeit. Wer heute mehr als zwei Kinder hat, ist schon fast asozial. Entschuldigung, Markus, das sieht bei dir anders aus. Ja, es ist ein Problem, diese Kinder zu ernähren, zu kleiden, ihnen Nahrung zu geben, vielleicht einen Urlaub zu ermöglichen, mal einen Tapetenwechsel. Wir haben ein sehr familienunfreundliches Land. Kindergarten, Kindertagesstätten, das ist Mangelware in diesem Land. Wenn man sich junge Paare anguckt, da reicht es häufig finanziell nicht mehr, mehr als ein Kind zu bekommen. Man gleitet hier unter die Wohlstandsgrenze und man muss sich selber fragen, ist man bereit, diese Einschränkungen hinzunehmen? Andere Missstände, wenn wir um uns schauen, der Bargeldverkehr wird mehr und mehr eingeschränkt. Euro-Rettungspolitik bedroht uns. Euro-Rettungspolitik zulasten des deutschen arbeitenden Volkes hier. Jeder von uns arbeitet und wenn er sehen würde, wie viel Geld er für unsinnige Euro-Rettungen ausgeben würde, Geld, was er beispielsweise einem griechischen Volk, das darbt und leidet, gerne zur Verfügung stehen würde, aber Rettungsmilliarden, die zur Verfügung gestellt werden, damit Banken gerettet werden, damit europäische westliche Kredite gesichert sind. Das Geld kommt beim Volk nicht an. Das sind Missstände in diesem Land. Wir haben ungebremste Migrationsbewegungen nach Deutschland. Millionen Menschen, die unkontrolliert die Grenze überschreiten, die in Züge gesetzt werden. Wir Deutschen sind ein sehr hilfsbereites Volk, die sie in Aufnahmeeinrichtungen bringen wollen. Und am nächsten Morgen ist die Aufnahmeeinrichtung leer oder die Hälfte ist unterwegs aus den Zügen ausgestiegen. Ich habe einen gefühlten Verlust unserer Kultur und unserer christlichen Werte. Aber vielleicht, ich will mich jetzt auch kurz fassen, ist diese Krise, die wir im Moment haben, die ich persönlich sehr stark und sehr bedrückend empfinde, eine Chance. Eine Chance, dass wir wieder zusammenstehen, dass wir für den Nächsten da sind, dass wir Gemeinschaft nicht nur fühlen, sondern aufeinander zugehen und Gemeinschaft leben. Dass wir uns auf unsere Werte besinnen, auf unsere Identität, auf unsere Kultur, für unsere Familien und Kinder hier in Deutschland da sind, wenn es dafür nicht schon zu spät ist. Und wir müssen endlich anfangen, deutsche Interessen zu formulieren. Wir müssen sagen, was wir uns vorstellen und das gegenüber unserer Bundesregierung, wo ich persönlich das Gefühl habe, dass sie uns gar nicht mehr vertritt, diese Forderungen stellen, dass die umgesetzt werden. Wir müssen das europäisch formulieren und auf internationalem Niveau. Deutsche Interessen müssen Beachtung finden. Ich darf jetzt das Wort geben an die Sprecherin unseres Bezirksverbandes, wie gesagt, des mitgliederstärksten Bezirkes in ganz Deutschland, gerade eben noch aus Brüssel zu uns gekommen, begrüßt mit mir mit einem ganz, ganz kräftigen Applaus unsere Kerstin Gabracht. Ja, einen wunderschönen guten Abend von hier aus. Ich darf Sie zunächst im Namen des Bezirksverbandsvorstandes Düsseldorf, meine Vorstandskollegen sind auch alle hier unter euch und unter Ihnen, ganz herzlich zu dieser ersten großen Demonstration in Nordrhein-Westfalen begrüßen. Toll, dass ihr alle dabei seid. Euer Applaus. Hey. Herzlichen Dank, dass ihr trotz des Wetters alle gekommen seid und ich denke, wir sagen jetzt alle zusammen erstmal einen ganz besonderen Dank an die Polizei, die das alles so toll hier für uns vorbereitet hat. Dankeschön.
Warum sind wir hier zu dieser Demonstration gekommen? Meine Damen und Herren, ich habe noch den Satz von Angela Merkel im Ohr: Dann ist das nicht mehr mein Land. Ich weiß nicht, wie Sie sich gefühlt haben. Ich weiß nicht, wie ihr euch gefühlt habt, als ihr das gehört habt. Ich habe es mit Bestürzung hingenommen. Die Bundeskanzlerin, die zumindest indirekt von uns gewählt worden ist, sagt, das ist nicht mehr mein Land. Sie hat geschworen in ihrem Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und dann sagt sie, das ist nicht mehr mein Land. Ich frage Sie, was ist so schlecht an diesem Land mit seiner Kultur der Aufklärung, mit seiner Toleranz? Die Regierung. Und ich frage noch einmal, was hat Frau Merkel dagegen? Sie selbst hat mit anderen großen Politikern der etablierten Parteien gesagt, Multikulti ist gescheitert. Man muss andere Wege suchen. Ich bin sicher, Sie alle sind mit mir der Meinung, dass diejenigen, die, wie es im Asylgesetz steht, wirklich politisch verfolgt werden, hier auch Asyl und Hilfe finden werden. Dann ist das nicht mehr mein Land. Meine Damen und Herren, das hat Angela Merkel wohl schon mal gedacht, als sie nämlich mit ihrer Familie aus ihrer Geburtsstadt Hamburg weggegangen ist und in die DDR gezogen ist. Sie weiß also, wie das geht, wie man sich ein anderes Land sucht. Sie soll uns nicht weismachen, dass sie hier das Volk, die Bürger austauschen muss. Und ich sage Ihnen noch eins. Es kommt mir fast vor wie in Dürrenmatts Besuch der alten Dame, als würde Angela Merkel jetzt zu uns zurückkommen, um Rache zu üben. Und ich frage mich, Rache wofür? Dann ist das nicht mehr mein Land. Meine Damen und Herren, stimmen Sie mir zu, dass es aber dennoch unser Land ist. Meine Damen und Herren, zeigen Sie Frau Merkel die rote Karte. Meine Damen und Herren, sind Sie mit mir der Meinung, dass diese Regierung nicht mehr unsere ist? Und eine letzte rote Karte. Sind Sie mit mir auch der Meinung, dass Frau Merkel möglichst abdanken soll und Neuwahlen ausrufen soll? Ich danke Ihnen. Das geht lauter. Leute, die Kerstin hat gerade Wahrheiten gesprochen. Sie hat für uns und mit uns Stimmung gemacht. Da werden wir uns doch mit einem ordentlichen, ganz kräftigen Applaus bedanken, oder? Ja, dafür steht unsere Partei, liebe Freunde. Für Mut zur Wahrheit, für Klartext. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Thema. Mir macht etwas ganz fürchterliche Bauchschmerzen. Das ist unsere Sprache. Das ist die Political Correctness in diesem Land. Wisst ihr, was Political Correctness ist? Ich höre Zensur. Ja, noch Vorschläge? Ich stehe hier nicht alleine, ihr dürft gerne mitmachen. Uns wird die Sprache umerzogen. Richtig. Es gibt Themen, die tabuisiert werden, wenn ich irgendwo drüber den Mantel des Schweigens hänge und es unschick ist, diese Themen anzusprechen, dann brauche ich mich mit den Inhalten und mit den Sachargumenten nicht mehr auseinandersetzen. Uns wird unsere Sprache genommen. Ich möchte wieder mal in meine Kindheit zurückkommen. Ich war früher ganz stolz, mit 25 Pfennig ein Negerkussbrötchen kaufen zu können. Ich hatte zwar immer lieber das Jägerschnitzel, aber ein Zigeunerschnitzel hat auch nicht schlecht geschmeckt. Ich persönlich weiß nicht, was daran falsch ist. Es gibt Sprachgebrauch, der gewachsen ist. Das gehört zu unserer Kultur dazu.
Eine Sprache verändert sich, kann sich verändern. Ich weiß nicht, wenn man heute noch Kirchenbücher aufschlägt, da steht nicht mal Frau, da steht Weib. Heute ist das fast ein bisschen negativ behaftet. Eine Sprache wandelt sich, das ist auch nicht schlecht. Aber es darf nicht von oben übergestülpt sein und es darf kein Sprachgebrauch verboten werden. Gender Mainstreaming ist so ein nächster Punkt, der fast damit einhergeht. Die Veränderung unserer Sprache, Verweiblichung unserer Gesellschaft. Wir haben hier in Europa, in Deutschland lange gekämpft. Es sind viele Kriege geführt worden, es ist viel Blut geflossen. Für Werte wie die Aufklärung, dass die Menschen aufgeklärt sind, dass sie denken können, dass sie Sachverhalte beurteilen können. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass teilweise auch durch unsere Medien beeinflusst, eine Political Correctness an die Tagesordnung tritt, die uns Sprachverbote auferlegen, Sachverhalte tabuisieren. Ein bestes Beispiel dafür ist, jeder, der nach Deutschland kommt, der unsere Grenzen, egal aus welchem Grunde und mit welcher Herkunft überschreitet, ein Flüchtling ist. Ich sage, hier muss eine Differenzierung stattfinden und ich halte unsere Presse, die tagtäglich über dieses Problem schreibt, für intelligent genug, zu differenzieren zwischen einem Flüchtling, einem Asylbewerber, einem Migranten und ja auch das böse Wort, einem Wirtschaftsflüchtling. Ich habe Verständnis für Menschen, die zu uns kommen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Aber ich sag mal, ich möchte auch ernst genommen werden, wenn ich sage, ich möchte mir aussuchen, genau wie ihr auch, wer zu uns kommt, wer mit uns lebt und wer unser Nachbar wird. Da müssen wir ein Mitspracherecht haben. Die politischen Gegner diffamieren uns. Diffamieren uns als Nazis, als Rechte. Weil sie es nicht weiter definieren können und die Nazis ausgestorben sind, sind wir dann halt die Neurechten oder die Neonazis. Ich sag mal, wir sind kritische Bürger. Wir sind die bürgerliche Mitte. Wir sind das arbeitende Volk und die Leistungsträger dieser Gesellschaft. Warum erheben sich unsere politischen Gegner über uns, genießen diese moralische Überlegenheit und weichen unseren Sachargumenten durch eine Tabuisierung und durch eine Stigmatisierung aus. Ich sag mal, das ist Unrecht, was geschieht. Und dagegen erheben wir uns. Liebe Freunde, wir haben einen ganz besonderen Gast hier. Ein Mensch, der für diese Mini-Partei, wie sie damals war, AfD, ins Europaparlament gewählt worden ist. Einer der wenigen Treuen, die uns dort geblieben sind, die linientreu sind, die sich für echte alternative Politik einsetzen. Liebe Freunde, begrüßt mit mir, mit einem ganz kräftigen Applaus, unseren Europaparlamentarier der AfD, Markus Pretzell. Also im Vergleich zu dem Applaus, den die Kerstin eben gekriegt hat, gut, die hat den Frauenbonus. Okay, also der Markus sagt gerade selber, er wollte sich den Applaus erst verdienen. Spart ihn auf, er kriegt ihn gleich, wenn er gut war. Ihr dürft ihn ausbuhen, aber ansonsten so einen richtig kräftigen Applaus. Wir wollen, wenn ihr euch mal umdreht und mal nach da hinten guckt, die sind so still und gucken so traurig, die wollen wir gleich in Grund und Boden grüllen. Also nochmal, Markus, deine Bühne. Stefan, wenn du mich noch einmal ankündigst mit dem Wort linientreu, kriegen wir beide ein richtiges Problem. Die AfD ist nicht wenig stolz darauf, dass sie nicht linientreu ist, dass wir ganz, ganz viele Querdenker unterschiedlichster Couleur in unseren Reihen haben. Und ich nehme für mich dasselbe in Anspruch. Stefan, ich weiß, dass du das für dich auch in Anspruch nimmst. Liebe Freunde, es freut mich unglaublich, dass wir hier an der holländischen Grenze in Niederkrüchten so viele Menschen auf die Straße bringen können und für diese Sache begeistern können, für Politik begeistern können, für Politik begeistern können in einem Land, was fast schon entpolitisiert schien. Lauter Menschen, die nicht mehr zu Wahlen gehen, die über Politik nicht mehr diskutieren, maximal noch abwinken, wenn man dann in der Tagesschau abends wieder hört, was da so vonstatten gegangen ist. Meine Damen und Herren, Deutschland ist nicht
entpolitisiert. Das beweisen Sie, das beweisen ganz viele andere Menschen in Deutschland, die in diesen Tagen, Wochen, Monaten auf die Straße gehen, ob mit der AfD oder mit anderen Organisationen. Deutschland ist nicht entpolitisiert, Deutschland ist entdemokratisiert. Meine Damen und Herren, das ist etwas vollkommen anderes. Und deshalb ist es an der Zeit, dass wir die demokratische Kultur in Deutschland wieder aufleben lassen, dass wir die Menschen wieder für Politik begeistern, und zwar ganz einfach dadurch, dass wir ihnen eine Stimme geben, dass wir auch unangenehme Wahrheiten aussprechen, dass wir Dinge ansprechen, die die Menschen bewegen, und nicht nur die Dinge ansprechen, die die da oben hören wollen. Und dafür unter anderem gibt es die Alternative für Deutschland. Das Problem in diesem Staat ist weit größer als das, worüber wir in diesen Tagen diskutieren, die Asylkrise. Oder wenn man Herrn Schäuble glauben mag, er spricht ja jetzt von Naturgewalten. Das hätte mal ein AfD-Politiker sagen sollen. Wir tun das nicht, aus guten Gründen. Aber wir sprechen über dieses Thema, wir sprechen über ganz viele andere Themen. Wir haben es beim Euro gesagt. Und wir haben es auch schon zum Asylthema vorhergesagt, meine Damen und Herren. Wenn Sie in das Bundestagswahlprogramm 2013 der AfD sehen, dann werden Sie feststellen, dass wir schon damals eine Trennung zwischen Asyl und Einwanderung gefordert haben, dass wir eine Begrenzung des Asyls auf diejenigen gefordert haben, die Asyl tatsächlich brauchen, und dass wir vor allen Dingen auch damals schon gefordert haben, dass diejenigen, die kein Asyl bekommen, die keine Flüchtlinge sind, die keinen subsidiären Schutz bekommen, dass diejenigen auch abgeschoben werden, so wie es in deutschen Gesetzen steht, meine Damen und Herren. Denn die Gesetzeslage ist völlig klar. Und das Problem sind eben in Deutschland nicht die Gesetze. Das Problem ist eine Regierung, die sich um die Gesetze, die in Deutschland gelten, einen Dreck schert, meine Damen und Herren. Wir verabschieden uns in Deutschland nicht nur von der Demokratie, wir verabschieden uns auch und ganz besonders vom Rechtsstaat. Das gilt für die Euro-Rettung, wo Regeln noch und nöcher gebrochen worden sind. Das gilt aber auch für die Asylfrage. Unser Grundgesetz sagt vollkommen eindeutig, dass politisch Verfolgte Asyl genießen. Unser Grundgesetz sagt aber noch etwas anderes in Artikel 16a Absatz 2. Dass nämlich diejenigen, die aus EU-Ländern zu uns kommen, kein Asyl bekommen. Und meine Damen und Herren, von Österreich nach Deutschland flieht man nicht. Man zieht um. Wenn wir dem Recht in Deutschland wieder Geltung verschaffen, dann lösen wir damit nicht nur diese Asylkrise, wir lösen auch eine veritable Regierungs- und Demokratiekrise in diesem Land. Und dafür, meine Damen und Herren, damit darüber endlich debattiert wird, braucht es unter anderem die AfD. Wir müssen aber über weitere Fragen, die sich in diesem Lande aufdrängen, dringend diskutieren. Wir müssen über die soziale Frage reden. Wenn Frau Merkel sich hinstellt und sagt, wir müssen allen Menschen auf dieser Welt helfen, seien es Kriegsflüchtlinge oder auch Menschen, die vor wirtschaftlicher Not fliehen. Meine Damen und Herren, dann müssen wir ganz dringend mal darüber reden, welche Ressourcen wir in Deutschland haben und wie wir sie verteilen wollen. Und wir müssen auch darüber reden, wo die Grenzen, unsere finanziellen Grenzen an dieser Stelle liegen. Wir werden nicht der ganzen Welt helfen können. Das ist rein zahlenmäßig völlig ausgeschlossen, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir uns darüber klar werden, wem wir helfen können und wem wir helfen wollen. Und dazu müssen wir die Ressourcen einmal ordentlich durchzählen. Und dann werden wir feststellen, dass davon schon gar nicht mehr so viele vorhanden sind, wie wir selbst immer glauben. Und davon können einige, möglicherweise auch hier heute Abend,
ein Liedchen singen, was es bedeutet, diesen Staat tatsächlich mal zu brauchen, nachdem man viele Jahrzehnte für ihn gearbeitet hat. Dann stellt man als Deutscher nämlich fest, dass schon für die eigenen Leute kaum noch genug Ressourcen da sind. Und gleichzeitig haben wir eine Bundeskanzlerin, die der ganzen Welt sagt, wir können euch helfen. Wer sich selbst nicht mehr helfen kann, kann auch niemand anderem mehr helfen. Und deshalb müssen wir realistisch bleiben und uns auf unsere Möglichkeiten reduzieren. Und deshalb müssen wir die soziale Frage in Deutschland endlich diskutieren. Und auch dafür, meine Damen und Herren, brauchen wir die Alternative für Deutschland. Und wir müssen in Deutschland darüber diskutieren, wer wir sind, wer diese Gesellschaft ist, was diese Gesellschaft ausmacht und warum wir eigentlich eine Gemeinschaft sind. Beziehungsweise vielleicht müssen wir erstmal die Frage beantworten, ob wir das noch sind. Dort drüben stehen Menschen, die ihrem Pass nach deutsch sind und die gleichzeitig schreien, Deutschland verrecke. Dieses Land ist ausgesprochen liberal, meine Damen und Herren. Ja, und die Damen und Herren da drüben haben das Recht, Deutschland verrecke zu schreien. Aber sie wollen uns das Recht nehmen, uns als Gemeinschaft zu fühlen. Und meine Damen und Herren, da sagen wir doch ganz klar, was wir von den Damen und Herren halten, nämlich absolut überhaupt gar nichts. Rechte, die diese Damen und Herren sich selbst nehmen, wollen sie uns nicht zugestehen. Dieses Land hat viel zu lange seine eigene Identifikation nur aus einem gezogen, nachdem die Geschichte weggebrochen war. Wirtschaftlicher Erfolg, das schien so ziemlich alles zu sein, was die Deutschen noch verbindet. Meine Damen und Herren, das ist ein bisschen wenig, besonders wenn der wirtschaftliche Erfolg dann ausbleibt. Wenn er ausbleibt, weil man selbst verschuldet, sich in einen Euro hinein hat schummeln lassen, in den man eigentlich nicht hinein wollte, wo einem jeder vorher gesagt hat, dass es nicht gut enden wird, wenn man reingeht und dass man vor allem am Ende wird zahlen müssen. Da bleibt dann recht wenig von dem, was Deutschland einst ausmachte. Und wo auch immer Sie in Deutschland heute rumgehen und fragen, was macht Deutschland denn aus, ernten Sie häufig vor allem eins, Fragezeichen. Und deshalb brauchen wir in Deutschland eine Debatte darüber, welcher Art Gesellschaft wir in Deutschland haben wollen. Wollen wir eine freie, eine offene, eine tolerante Gesellschaft sein? Wollen wir eine sein, die die Aufklärung, die die Trennung von Religion und Staat weiter bekräftigt? Wollen wir eine solche Gesellschaft sein oder wollen wir uns als Gesellschaft verändern? Wollen wir, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich an uns anpassen oder wollen wir uns anpassen? Meine Damen und Herren, ich stelle diese Frage ganz bewusst offen, weil ich guter Demokrat bin und ich im Übrigen sehr sicher bin, wie diese Frage am Ende durch die Deutschen beantwortet wird, wenn man sie denn fragt. Aber ich möchte verdammt nochmal, dass wir gefragt werden, dass wir darüber diskutieren und dass man dem Volk tatsächlich zuhört. Denn das ist doch der Kern der Demokratie. Das Volk als Souverän dieses Staates muss am Ende entscheiden. Und deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich, dass wir ganz offen über diese Frage diskutieren, die in Deutschland aber leider eine verbotene bis heute ist. Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir eigentlich auch schon beim letzten Punkt, den ich hier ansprechen will heute. Und das ist genau die Frage, wer hat eigentlich in diesem Staat am Ende das Sagen? Ist das die Regierung? Ist das die deutsche Bundesregierung? Ist das
der Deutsche Bundestag oder ist das am Ende das Wahlvolk? Diejenigen, die für diesen Staat arbeiten, die die Steuern zahlen, die jeden Morgen pünktlich aufstehen und diese Gesellschaft am Ende zusammenhalten und am Laufen halten. Das ist genau der Punkt, meine Damen und Herren. Die arbeitende Bevölkerung in Deutschland ist es, die diesen Staat am Ende zusammenhält. Und diese Bevölkerung muss sich anhören, dass sich eine Bundeskanzlerin vor ihre Bundestagsfraktion stellt, die genauso abgehoben ist wie sie selbst, und erklärt: Mag sein, dass ich schuld bin, dass die alle kommen, aber jetzt sind sie nun mal hier. Und deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir auch in Deutschland darüber debattieren, wer eigentlich am Ende in diesem Land die Macht hat. Und das, meine Damen und Herren, sind Sie, das Volk, das Wahlvolk. Und Sie können spätestens 2017 am Ende wieder Ihr Kreuz machen und diesmal Ihre Stimme nicht abgeben, sondern ganz bewusst wählen, gut auswählen, damit sich in diesem Land etwas verändert. Ob die Merkel freiwillig abdankt, das wollen wir erst mal sehen. Der Frau ist alles zuzutrauen. Das kleine Mädchen hat erst vom Westen in den Osten rüber gemacht, dann vom Osten in den Westen rüber gemacht und jetzt kujoniert sie ganz Europa. Also vorsichtig mit Abgesängen auf das Mädchen. Aber hoffentlich. Meine Damen und Herren, vielleicht noch einen anderen, einen kleinen Aspekt, den ich in die Debatte einbringen möchte. Sie wissen vielleicht noch 2001, der Terroranschlag in New York auf das World Trade Center. Seitdem hören Sie von allen Bundesregierungen und nicht nur von der Bundesregierung so einiges. Wegen der hohen Terrorgefahr muss Folgendes dringend passieren. Erstens, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung, damit Ihre Telefonate alle auch ordentlich überwacht werden. Ihre Verbindungsdaten. Ihre Konten müssen überwacht werden, denn vielleicht ist ein Terrorist unter Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, die Terrorgefahr ist hoch. Und deshalb braucht man Datenaustausch noch und nöcher. Ja, man braucht sogar, weil die deutschen Dienste dazu ja nicht in der Lage ist, die NSA im eigenen Land, damit sie auch ordentlich überwacht werden, auch von fremden Diensten. Wir müssen die deutsche Bundeswehr überall auf der Welt einsetzen, um unsere Freiheit notfalls am Hindukusch zu verteidigen. Meine Damen und Herren, ich fand das damals schon ein bisschen komisch, was uns da alles zugemutet werden sollte an Freiheitseinschränkungen, an Einschränkungen der Bürgerrechte oder an Streichung der Bürgerrechte. Aber wissen Sie, was passiert, wenn man 1,5 Millionen Menschen mehr oder weniger unregistriert über die deutsche Grenze nach Deutschland einreisen lässt und sagt, wir können unsere eigene Grenze nicht mehr schützen? Wer dann Sicherheitsbedenken äußert, meine Damen und Herren, das lassen Sie mal lieber sein. Da schätzen Sie die Gefahrenlage aber völlig falsch ein. Die Lage ist im Griff. Ja, meine Damen und Herren, die Geister, die man rief, die Bundesregierung, die uns erklärt hat, dass unsere Bürgerrechte eingeschränkt werden müssen aus Sicherheitsgründen, sagt uns heute, sie kann weder unsere Grenzen verteidigen, noch unsere Sicherheit herstellen und im Übrigen besteht auch gar keine Gefahr. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wann man mich das letzte Mal so sehr versucht hat, für dumm zu verkaufen, aber ich muss verflucht klein gewesen sein. Für so blöde hält mich schon ganz, ganz lange niemand mehr. Ich weiß nicht, wann Ihnen das letzte Mal passiert ist. Ja, wirst du gleich noch ein paar Sachen sagen? Gut, wie das hier weiter jetzt geht, ja?
Gut. Dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, und zwar bedanken, dass Sie alle den Mut hatten, hier heute auf die Straße zu gehen. Ich weiß, dass eine ganze Reihe von Menschen an der Straße gestanden hatten und diesen Mut heute noch nicht hatten. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an diejenigen, die diesen Mut hatten. Aber es ist absolut notwendig, dass Sie das tun, dass Sie das auch wieder tun und dass Sie dieser Bundesregierung auch klar zeigen, dass Sie es sich nicht mehr bieten lassen. Und das ist der Weg auf die Straße. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank dafür, dass ich heute hier bei Ihnen sein durfte. Wir sind das Volk! 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 Das waren ja eher düstere Aussichten. Das war, es gibt die AfD, ja. Es waren nicht nur zukunftsweisende Worte. Es steht sehr viel vor uns. Wir hoffen, dass die AfD das meistert. Der Markus hat uns das noch einmal klar aufgezeigt. Jetzt frage ich mich, wofür hat er diesen brausenden Applaus bekommen? Erstmal natürlich dafür, dass er es uns gezeigt hat. Aber wir haben doch gerade eben gesagt, wir sparen uns den Applaus bis zum Ende auf. Und den Applaus geben wir ihm jetzt noch mit einem Auftrag mit. Er sitzt für uns im Europaparlament. Er sitzt in den Ausschüssen und mit diesen Flaschen zusammen, die gegen uns Politik machen. Und er ist standhaft. Und wir werden ihn jetzt motivieren, weiter für uns standhaft zu sein. Mit dem Applaus, den er sich verdient hat. Das war so schön. Kriegen wir das nochmal hin? Also für einen Europaabgeordneten ist das schon mal nicht schlecht, der Applaus. Oder? Und das sind Niederkrüchten an der holländischen Grenze. Die meisten haben mich gefragt, wo liegt überhaupt Elm? Ich sage, ihr wisst nicht, wo es ist, ihr werdet uns aber hören. So, jetzt wird dem Markus wahrscheinlich... Ich meine, das ist der Vorteil und der AfD und der Unterschied zu den etablierten Parteien. Bei uns kennt man die Europaabgeordneten. So, ihr habt es wahrscheinlich gerade eben mitgekriegt, ja, linientreu natürlich nicht. Wir haben schon ein paar Querdenker in der Partei. Deshalb werde ich auch ein letztes Thema noch aufgreifen, jetzt stockt dem Markus der Atem. Ja, ich habe gerade einen Persilschein bekommen, nein, Angstschweiß wegwischen. Das Thema Islam in Deutschland. Wir sind hier und wir wollen es auch noch mal ganz kurz ansprechen. Kennt ihr Mitfahrgelegenheit oder Blablacar? Das ist so eine Mitfahrplattform, das ist eigentlich ziemlich interessant. Wenn ich weitere Autoreisen mache, nehme ich gern schon mal jemanden mit, da kann man sich unterhalten und kommt mit Leuten in Kontakt, mit denen man sonst normalerweise nicht sprechen würde. Und das auch noch länger, man kann sich so nicht ausweichen und muss sich mehr oder weniger austauschen. Und man kann sich die Knöpfe ins Ohr machen, Augen zu, schlafen, das ist ein nicht ganz so gerne gesehener Mitfahrer. Mir ist da letztens was passiert, da bin ich nach Wien gefahren, da habe ich jemanden mitgenommen, der rief mich an, stieg ins Auto, sah ziemlich westlich aus, stellte sich raus. Das war ein türkischstämmiger Architekt. Und ich habe gesagt, so Quellen aus erster Hand, yo, ein Moslem. Wir haben uns 10 Stunden intensiv über Religion, Gesellschaft unterhalten. Und der sieht die Probleme, die wir auch sehen, ja. Der hat gesagt, ja, ich bin ja gemäßigter Moslem, gut, ich bete zwar auch gerne, das ist so ein Gemeinschaftsgefühl. Man versteht es nicht immer, ist halt auf Arabisch, mein Onkel hat mir das damals beigebracht. Aber das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, da lebt man nach, wir haben verschiedene Feste, wie ihr so Weihnachten habt, wir Bayram, also hier so ein Fastenbrechen. Das hörte sich alles relativ vernünftig an. Dann habe ich ihn gefragt, mein Freund, wir haben es super verstanden. Wie gesagt, Architekt, hat in Wien gearbeitet, ist dann nach Deutschland zurückgezogen, wollte dort Freunde besuchen. Und ich habe ihn dann gefragt, warum hast du das Gefühl, dass die Türken und die Deutschen in diesem Land nie so richtig zusammengewachsen sind? Das ist mein Gefühl. Dann sagt er mir, ja, das hat mehrere Gründe. Er sagt, ich bin recht liberal aufgewachsen, Türke der zweiten Generation. Eure Freizügigkeit und eure Toleranz wird in unserer sehr stark maskulin dominierten Welt als Schwäche ausgelegt. Wir sehen euch Deutschen als schwach. Ihr verteidigt eure Werte nicht. Ihr steht nicht hinter eurem Glauben, hinter eurer Kultur in Deutschland. Das ist Schwäche und das verachten die Türken. Ich habe darüber nachgedacht und er hatte gar nicht so Unrecht.
Und dann habe ich ihn noch weiter gefragt, und wie glaubst du, dass das Leben so zwischen Deutschen und Türken läuft? Sagt er, ja, viele Türken haben eine Wut auf die Deutschen. Wir sind nicht richtig integriert worden. Wir haben keine Chancengleichheit. Siehst du, er hat gesagt, ich habe Architektur studiert, bin Architekt geworden. Ich bin daraus ausgebrochen, aber es sind sehr viele, die diese Bildungschancen als Türken in diesem Land einfach nicht hatten. Da habe ich ihm entgegengehalten, ja, aber ihr seid eigentlich als Gastarbeiter gekommen und man ging davon aus, dass er wieder nach Hause geht. Da war Integration erstmal nicht geplant. Dann haben wir lange über Integration diskutiert. Und er sagte freiherzig, also Integration hat in diesem Land so eigentlich nicht funktioniert. Er sagt, gut, es gibt auch Türken, die wollen sich nicht integrieren, die wollen so in ihren Gemeinschaften weiterleben, wollen die Vorzüge des Westens haben, aber Integration steht so auf einem anderen Blatt. Und er sagte dann, wenn jetzt hier Millionen islamischer Männer, er hatte selbst Angst vor denen, er hat gesagt, die bringen einen Islam mit nach Deutschland, da muss man Angst vor haben. Da habe ich gefragt, wie schätzt du das ein? Wie viele Islamisten sind unter denen, die einen strengen arabischen Islam forcieren? Er hat gesagt, ach, da brauchst du dir nicht so viel Sorgen zu machen, das sind höchstens 5%. Könnt ihr rechnen oder wieso seid ihr so leise? Ich sag mal, 0,001% Islamisten, die zu uns kommen von den Moslems, ist mir schon zu viel. Seht ihr das genauso? Seid ihr gerade in Schockstarre oder wieso höre ich euch nicht? Ja, das ist viel. 5%, wenn die Zahlen wirklich stimmen, da kann uns in unserem eigenen Land Angst und Bange werden. Da kann auch schon mal ein Karnevalszug abgesagt werden, weil da plötzlich islamistische Bedrohung besteht. 300.000 Menschen, die nicht auf die Straße gehen, nicht feiern, das könnte halt jemand mit einem Sprengstoffgürtel durch die Reihen laufen. Ja, ich bringe ja keine auf Ideen, ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter, Kerstin. Ja, die Integration. Wie wollen wir es schaffen, wenn wir es schon nicht, komm jetzt zum Ende, soll nicht so lang werden, wie wollen wir es schaffen, Millionen von Menschen, die jetzt schlagartig zu uns kommen, mit Erwartungshaltungen, die teilweise in den Aufnahmeeinrichtungen fragen, wann kriege ich denn jetzt mein Haus, wann kriege ich mein Auto, wie geht das jetzt weiter, die glauben, hier ins Schlaraffenland zu kommen. Sie werden irgendwann desillusioniert aufwachen und dann werden wir uns den Zorn zuziehen. Wir, die wir sie nach Deutschland gelockt haben, die wir ihnen nicht die Augen geöffnet haben. Und die, die wir brauchen aufgrund unserer demografischen Entwicklung und die wir uns auch vielleicht aussuchen wollen, aber da sprachen wir eben schon von. Wie wollen wir es schaffen, Millionen Menschen, die im Moment in Übergangslagern sitzen, mit riesigen Erwartungshaltungen, wo wir schon andere Minderheiten in unserem Land nicht integriert haben, ob es an uns liegt oder der Integrationswilligkeit und Fähigkeit der anderen Seite, lassen wir mal ganz offen da stehen. Wie wollen wir es schaffen, diese Menschen zu integrieren, mit Sprache, Berufsausbildung, kulturell? Das ist so viel, das fängt damit an, wie bediene ich einen Geldautomaten, was ist das bürgerliche Gesetzbuch? Ich möchte noch mal auf meinen türkischen Mitfahrer zurückkommen. Der sagte, ihm wird Angst und Bange, wenn er daran denkt, dass Millionen muslimischer Männer in diesem Land sind, wahrscheinlich ohne eine Perspektive, die nie eine Trennung, wie wir sie haben, unserer Freizügigkeit zwischen Kirche und Staat gelernt haben, für die ein Gottesstaat das war, wo sie herkommen, die nichts anderes gelernt haben. Wie will ich diesen jungen, testosterongesteuerten, jungen muslimischen Männern beibringen, dass das Grundgesetz über ihrem Gott, über ihrer Religion steht? Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Wir sind hier gefragt, Aufklärungsarbeit zu machen. Wir sind gefragt, zu integrieren. Aber zu Integration gehören immer zwei Seiten. Ich finde das schön, dass wir so zahlreich hier hingekommen sind. Ich hoffe, der Angstschweiß hat sich in Grenzen gehalten. Aber das Thema Islam, es beschäftigt uns in diesem Land. Und wo nach ganz Deutschland auch in die direkte, unmittelbare Nachbarschaft Menschen zukommen, die mit uns leben wollen, sollten wir offen, ohne Tabus, dieses Thema diskutieren. Wir werden jetzt gleich diese Veranstaltung hier beenden. Dann wird jeder seines Weges gehen. Ich hoffe mit dem guten Gefühl, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir unsere Heimat noch nicht aufgegeben haben, dass wir gesehen haben, dass es genug wie uns gibt, die füreinander da sind und zusammenstehen. Und dass wir immer mehr werden, ja. Wir haben gerätselt, schaffen wir es hier in so einem Ort, so viele Leute auf die Beine zu kriegen. Ja, wir haben es geschafft.
Und ich möchte euch jetzt noch etwas mit auf den Weg geben. So, ich brauche jetzt mal die Hände frei. Kennt ihr diese Haltung, diese Geste? Könnt ihr mich sehen hier? Was ist das? Die Merkel-Raute, richtig. Ich sehe das anders. Guck mal hier, wenn du das ein bisschen anguckst, die Merkel-Raute. Das ist ein Stern. Die Spitze zeigt nach unten. Das ist der untergehende Stern der Angela Merkel. Was machen wir aus diesem untergehenden Stern der Angela Merkel? Nehmt mal eure Hände zusammen, macht dieses Zeichen mal. Das ist jetzt gleich ein ganz erhabenes Gefühl. Macht mal die Merkel-Raute. So, und die AfD kehrt das jetzt um. In den aufgehenden Stern der AfD, unserer Zukunft. Das ist das Zeichen von Niederkrüchten-Elmt. Unseres Widerstandes gegen diese Regierung, gegen die Missstände in diesem Land. Verbunden mit dem Willen, es besser zu machen. Und mit diesem Zeichen schicke ich euch jetzt nach Hause. Nein, nicht ich wollte singen, du wolltest singen. So, liebe Freunde, wir sind eine deutsche Partei. Und bei uns ist das so Tradition, am Ende von Veranstaltungen unser Lied zu singen. Die deutsche Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und so geht es weiter. Wir haben keine Texte verteilt. Wir gehen davon aus, dass ihr, die ihr hier seid, textsicher seid. Wir wollen euch hören, grüllt es nicht, singt es schön, dafür ist das Lied einfach zu erhaben. Wir haben eine musikalische Untermalung dabei. Ich möchte, dass bis dort hinten und bis ans Ende von Elmt unsere deutsche Nationalhymne zu hören sein wird. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass ihr hier wart. Das Schlusswort hat unsere Sprecherin Kerstin Gabracht. Ich muss die Zeit jetzt überbrücken, bis ich die Musik starte. Ich wollte gerade sagen, das schönste Schlusswort, was wir hier heute haben können, ist eigentlich die Nationalhymne. Aber das reicht dem Stefan nicht. Er braucht ein bisschen mehr Zeit, um das jetzt noch zu arrangieren. Ich sage noch einmal Dank an euch alle, die ihr hier wart, trotz des Wetters, die ihr die Anfahrten nicht gescheut habt, die ihr die Leute mitgenommen habt, die ihr friedlich eure Meinung geäußert habt. Und noch einmal danke an die Polizei, an alle Hilfskräfte, die das hier so toll mit vorbereitet haben. Ein donnernder Applaus bitte.